Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir reingeschaut habt. Heute mache ich eine Hähnchenreispfanne. Dieses Rezept habe ich aus der Buchreihe Einfach köstlich. Ich habe es ein wenig abgewandelt, aber die Idee ist von da. Ich zeige es euch mit freundlicher Genehmigung vom Lichtzeichen Verlag. Ich habe noch einen Salat dazu gemacht. Das ist einfach Eisbergsalat mit Radieschen und Zwiebellauch. Öl und Salz. Das schmeckt sehr gut dazu. Bleibt dabei und schaut es euch an und ich wünsche euch viel Freude dabei. Wir brauchen dafür 375 Gramm Reis. Ich habe jetzt hier den Reis in Beuteln. 2 Paprika. Ich habe jetzt hier Spitzpaprika genommen. Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Das habe ich bereits klein geschnitten. Dann brauchen wir 150 Gramm Tomatensoße, 1 Esslöffel Hähnchengewürzsalz, einen halben Teelöffel Pfeffer und einen Teelöffel Salz. Außerdem brauchen wir Öl zum Anbraten und ich habe jetzt hier 1 Kilo Hähnchenbrust in Würfel zerschnitten. Zuerst werde ich die Gewürze zu dem Fleisch geben und verrühren. Wenn die Gewürze sich so gleichmäßig verteilt haben, gebe ich jetzt die Tomatensoße dazu. Und verrühre das nochmal, bis sich auch die Tomatensoße schön gleichmäßig verteilt hat. Wenn die Tomatensoße soweit alles schön vermischt ist, stelle ich das Fleisch jetzt einfach zur Seite und werde jetzt den Reis kochen. Und zwar werde ich den Reis einfach nach Packungsanleitung kochen. Da kommt es dann darauf an, welchen Reis ihr nehmt. Mancher ist schneller gar, mancher nicht. Ich koche den Reis jetzt so lange, bis er gar ist, so wie es nach Packungsanleitung beschrieben ist. Das werde ich jetzt hier nicht zeigen, weil da kommt es darauf an, welchen Reis ihr nehmt. Das Gemüse werde ich jetzt anbraten. Dafür gebe ich dieses Öl in die Pfanne und stelle den Herd auf der höchsten Stufe ein. Wenn das Öl richtig heiß ist, und ich spüre das jetzt, wenn ich die Hand drüber halte, ich kann das auch mit einem Stückchen Zwiebel testen. Wenn das so beginnt, Bläschen zu schlagen und zu zischen, ist es heiß genug, stelle ich den Herd etwas kleiner auf Stufe 8 von Stufe 9 und gebe das gesamte Gemüse hinein. Jetzt warte ich, bis die Zwiebel so goldgelb bis ein bisschen bräunlich werden. Dann ist das Gemüse auch schon fertig. Dazwischen rühre ich immer wieder mal ein bisschen um, so, damit es nicht zu dunkel wird von unten. Wenn die Zwiebel so schön goldgelb bis bräunlich sind, kann ich das Gemüse auch bereits rausnehmen. Jetzt nehme ich das wieder raus und lege das hier in meinen Teller, da wo ich das auch vorher drin hatte. Jetzt gebe ich hier noch ein wenig Öl dazu und brate das Fleisch jetzt an. Ich gebe die ganze Menge Fleisch hier rein. Die Pfanne habe ich jetzt wieder auf der höchsten Stufe eingeschaltet und lasse das Fleisch jetzt schön anbraten. Zwischendurch wende ich immer wieder.
Wenn das Fleisch so von allen Seiten ein wenig bräunlich geworden ist, mache ich den Herd kleiner, schalte auf Stufe 3 von Stufe 9 und mache jetzt den Deckel drauf auf die Pfanne. Und so lasse ich es jetzt 15 Minuten garen. In der Zwischenzeit wird mein Reis auch gar sein und dann geht es weiter. Eine Viertelstunde ist vergangen. Das Fleisch ist jetzt auch fertig und der Reis ist auch fertig. Jetzt werde ich den Reis hier zum Fleisch dazugeben. Das Gemüse gebe ich jetzt auch dazu. Jetzt rühre ich das Ganze um. Wenn ich alles so gut miteinander vermischt habe, werde ich erstmal abschmecken. Ja, es schmeckt sehr gut. Ich werde auch kein Salz und sonst auch nichts dazugeben. Das Einzige, was ich jetzt machen lasse, ich mache jetzt den Deckel drauf. Und das Fleisch hat ja auch noch Salz in sich. Der Reis wird jetzt auch den Geschmack vom Fleisch noch annehmen. Ich lasse es auf Stufe 3, so wie auch vorhin, noch 10 Minuten lang miteinander garen und dann kann man es auch schon essen. Jetzt ist die Mahlzeit fertig. Ich werde mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Zur Dekoration mache ich hier noch so ein bisschen Grünes rein. Einfach Petersilie. Und dann können wir es auch schon genießen. Ich werde es auch gerade so in der Pfanne servieren. Ich denke, das Gericht heißt Reispfanne, dann soll es auch in der Pfanne auf dem Tisch stehen. Das sieht dann, denke ich mal, auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich wünsche euch alles Gute, macht diese Mahlzeit mal nach. Ich denke, die wird euch auch sehr gut schmecken. Und sage euch bis zum nächsten Mal.